Eine Bandsäge sollte in keiner Hobbywerkstatt fehlen. Und wenn du gerade auf der Suche nach so einer Maschine bist oder dir noch nicht ganz sicher bist, ob du sowas überhaupt brauchst, bist du in diesem Video hier wahrscheinlich richtig. Vor ein paar Monaten habe ich meine alte Bandsäge, eine Holzmann, gegen diese hier eine Record Power ausgetauscht und seitdem habe ich unglaublich oft die Frage gestellt bekommen, warum ich das gemacht habe. Dieses Video ist ein ausführlicher Vergleich zwischen den beiden Maschinen, die sich im semi-professionellen Bereich bewegen. Das bedeutet für den sehr anspruchsvollen Hobbyheimwerker, aber auch für den Einstieg ins Profisegment. Ich gehe detailliert auf die Vor- und Nachteile beider Maschinen ein und werde euch auch sagen, was mir als Hobbyheimwerker an solchen Maschinen besonders wichtig ist. Wenn du also gerade vor der Kaufentscheidung stehst, Bandsäge ja oder nein, dann schalt auf gar keinen Fall ab. Nach dem Intro werde ich euch mein ehrliches Fazit geben. Das heutige Review ist kein gesponsertes Video, denn ich habe die Maschine nicht kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings habe ich meine alte Bandsäge, die Holzmann, wie auch die neue Record Power zu einem vergünstigten Preis bekommen und da will ich ganz ehrlich zu euch sein, das kann man unter dem Begriff YouTuber-Bonus, denke ich mal, verbuchen. Beide Angebote haben sich ungefähr im gleichen Preissegment bewegt und dieses Video ist wirklich nur aufgrund der großen Nachfrage, warum ich denn gewechselt habe, entstanden. Natürlich wäre es für den Vergleich jetzt ideal, wenn ich beide Maschinen in meiner Werkstatt hätte, aber nichtsdestotrotz habe ich mit der Holzmann-Bandsäge einiges an Erfahrung sammeln können, da diese schließlich über ein Jahr bei mir in Benutzung war. Zusätzlich habe ich dazu auch noch das Review auf meinem YouTube-Kanal, aber um jetzt einfach nochmal die beiden Maschinen direkt im Vergleich gegeneinander zu setzen, werden wir uns einfach mal die wichtigsten Daten genauer anschauen. Preislich gesehen nehmen sich die beiden Maschinen eigentlich wirklich nichts. Bei der Sägebandbreite ist bei der Holzmann ein bisschen mehr drin. Motorleistung, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die ich gefragt wurde. Die Holzmann kommt mit 400 Volt und die Record Power leider nur mit 230 Volt. Die Tischgröße ist bei der Holzmann auch etwas größer. Die maximale Schnitthöhe ist bei beiden Maschinen gleich. Die maximale Schnittbreite mit, wenn man den Anschlag verwendet, ist die Holzmann ein wenig weiter vorne. Beim Gewicht ganz klar, die Holzmann ist auf jeden Fall die wuchtigere Maschine. Die eine ist 10-fach kugellagert, die andere 6-fach und beide Tische lassen sich um 45 Grad neigen. Wie man hier bereits erkennen kann, ist die Holzmann definitiv die größere und wuchtigere Maschine, was aber nicht unbedingt der entscheidende Vorteil bei diesem Vergleich war. Dann gehen wir auch mal direkt auf die Fragen ein, die euch in Bezug auf die beiden Maschinen besonders interessiert haben. Auf Instagram hat mich bjonas2019 gefragt, wie breit denn die Schnittbreite vom Sägeblatt bis zum Holm ist. Das bedeutet der Abstand zwischen dem Sägeblatt und dem Sägerücken hier. Ich fand diese Frage wirklich spannend, denn dieser Abstand gibt maßgeblich vor, mit wie großen Teilen man an der Bandsäge arbeiten kann. Bei meiner neuen Bandsäge beträgt dieser Abstand ziemlich genau 35 cm. Bei der Holzmann habe ich es auch mal nachgemessen und ich habe auch mal geschaut, da beträgt der Abstand zwischen 40 und 45 cm, also um einiges mehr. Und ja, diese Tatsache kann unter Umständen ziemlich nervig sein, wenn man mal wirklich ein Werkstück hat, was einfach zu groß ist und dann dort einfach hängen bleibt und man beim Schnitt nicht wirklich weiterkommt. Auch eine wirklich interessante Frage hat mir auf Instagram Doms Concept gestellt, und zwar, wie gut diese Maschine hier für das Resawing, also für das Auftrennen von massiven Holzbohlen geeignet ist. Wenn ihr meinen Kanal abonniert habt und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, holt das am besten jetzt mal direkt nach. Dann habt ihr bestimmt mitgekriegt, dass das letzte Video sich genau um dieses Thema hier getrennt hat. Da habe ich das nämlich an der Bandsäge hier gemacht. Und da muss ich auch sagen, diese Maschine hier ist für das Auftrennen von Holzbohlen wirklich super geeignet. Im Review von der Holzmann habe ich das zwar auch gezeigt, dass man dort auch natürlich massive Holzblöcke auftrennen kann. Aber welches coole Feature das Auftrennen von Holzbohlen an der Record Power wesentlich einfacher macht, ist folgendes. Und zwar dieses kleine Teil hier. In meinem Video habe ich total vergessen, das Ding zu benutzen, weil es nämlich genau für diese Art von Aufgabe für die Bandsäge gemacht ist. Dieses Metallstück kann nämlich an dem Parallelanschlag befestigt werden. Ihr seht ja hier diese beiden Nuten im Parallelanschlag. Da wird jetzt quasi der lange Stab und dieser kurze Stift, die werden hier reingesteckt. Und dann wird das Ganze von hinten mit diesem Schnellspanner hier fixiert. Um euch das mal zu zeigen, nehme ich jetzt einfach mal dieses Holzstück hier. Ganz oft ist es ja auch so, das Problem hatte ich ja auch in meinem letzten Video, dass die Holzbohlen, die man auftrennen will, etwas krumm sind, ja, auf jeden Fall nicht zwei plane Flächen haben. Und damit der Sägeschnitt hier nicht aus der Spur läuft, was mir im letzten Video ja passiert ist, da man das Werkstück mit einer nicht ebenen Oberfläche nicht besonders gut an dem Parallelanschlag entlang führen kann, wird das Werkstück dann quasi über diesen Bolzen hier am Sägeblatt vorbeigeführt, wodurch dann solche Unebenheiten ohne Probleme ausgeglichen werden können und das Sägeblatt nicht aus der Spur läuft. Was man für solche Art von Schnitten dann aber nach wie vor braucht, sind Federklemmen, die dann quasi das Werkstück hier gegendrücken.
Und wie in meinem letzten Video habe ich mir diesen Jig hier gebaut, der genau dafür gemacht ist. Ja, und genau das finde ich jetzt bei der Record Power wirklich toll, ja, dass die da quasi so mitgedacht haben, gerade wenn es um das Thema Holzbohlen aufdrehen geht. Mit diesen kleinen Bolzen und solchen Federklemmen sollte das Ganze doch wirklich gut funktionieren. Multitool 05 hat mich auf Instagram gefragt, was sind die Vor- und Nachteile beider Maschinen. Da werde ich gleich noch am Ende des Videos ausführlich drauf eingehen, also nicht abschalten. Tim H. hat mir auf YouTube dann auch noch mehrere Fragen gestellt, aber eine, auf die will ich jetzt einfach nochmal ganz schnell eingehen und die war ihm auch und ich denke mal ganz vielen von euch auch sehr wichtig, war der Grund für den Wechsel Sponsoring. Ich habe es am Anfang des Videos ja schon gesagt, aber ich kann auch hier ganz ehrlich sagen, nein, der Wechsel war nicht das Sponsoring. Was der wahre Grund für den Wechsel war, also quasi mein abschließendes Fazit, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Auch noch sehr interessant, ein wirklich wichtiges Detail ist die Bandführung, die ich doch bitte mal vergleichen sollte von den beiden Maschinen. An der oberen Bandführung hat die Record Power drei Kugellager, eins rechts vom Sägeblatt, eins links vom Sägeblatt und natürlich auch eins hinten, um den Sägerücken zu stabilisieren. Von unten ist das Ganze eigentlich genauso gleich, leider könnt ihr es jetzt auf dem Bild, glaube ich, nicht so gut erkennen, ist ein bisschen dunkel, aber auch hier drei Kugellager links, rechts und eins am Sägerücken. Die Bandsägenführung der Holzmann ist im Gegensatz zur Record Power nicht sechsfach Kugel gelagert, sondern sogar zehnfach Kugel gelagert, was mich damals auch schon wirklich beeindruckt hat. Der Vorteil, wenn man zehnfach Kugel gelagert hat, man sieht es jetzt auch hier in den Aufnahmen, man kann dadurch einfach breitere Sägeblätter einspannen, wie ihr es ja auch schon im Datenblatt gesehen habt. Bei der Holzmann sind Sägeblattbreiten von bis zu 35 mm drin. Ich persönlich sehe das Ganze aber nicht als Vor- oder Nachteil an, sondern einfach nur die Tatsache, dass man hier breitere Sägeblätter einspannen kann. Und ob man wirklich jemals ein 35 mm breites Sägeblatt benötigt, sei jetzt mal dahingestellt. Die kompletten Einstellungen funktionieren bei der Record Power werkzeuglos. Das funktioniert alles wirklich über so Drehkniffe hier und solche Federn, womit ich das alles sehr schnell und auch genau einstellen kann. Bei der Holzmann war es tatsächlich so, dass das alles noch mit so Imbusschlüsseln gemacht worden ist und auf Dauer gesehen hat mich das Ganze schon ziemlich genervt. Natürlich hat die Record Power wie auch die Holzmann so einen Schnellspannhebel. Ja, das ist jetzt gerade entspanntes Sägeblatt, wenn man das hier nach hinten drückt. Dann kann man damit das Sägeblatt spannen, ja, und das ist besonders wichtig, gerade wenn man die Maschine nicht besonders häufig verwendet, sollte man sie in den Ruhephasen doch schon immer entspannen. Eine weitere Frage von Tim war, wie es denn mit der Stärke und Beschaffenheit der gusseisernen Tische der beiden Maschinen aussieht. Also da kann ich nur sagen, bis auf die Tatsache, dass der Sägetisch der Holzmann ein wenig länger ist, nicht breiter, aber etwas länger, sind die beiden gusseisernen Tische, haben auf mich bei der Holzmann und auch bei der hier einen wunderbaren Eindruck gemacht. Ich habe es auch kontrolliert mit einer Richtlatte, die Dinger sind absolut plan, da kann ich nichts dran aussetzen. Hans-Jürgen hat mich dann auch noch auf YouTube gefragt, wie es denn mit der Qualität verschiedener Sägebänder aussieht und welche Unterschiede es da gibt. Dazu kann ich euch jetzt im Moment gar nicht so viel sagen, aber ich werde euch unten in die Videobeschreibung einfach mal ein paar Sägebänder legen, die mir empfohlen worden sind, ja, und die jetzt, sage ich mal, für verschiedene Zwecke, wie zum Beispiel Holzbohlen auftrennen oder auch für feinere Schnitte, welche man da empfehlen könnte. Wach und Sky Tower hat mich dann auch nochmal explizit gefragt, was ist denn genau der Unterschied zwischen einer 230 Volt und einer 400 Volt Maschine und ob sich der Unterschied auch wirklich lohnt. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein den Vergleich direkt setze, ja, die 400 Volt hatten ein wenig mehr Durchzugsstärke, ja, aber das ist jetzt auch, wie gesagt, eine sehr subjektive Meinung, weil ich es ja wirklich nicht mehr so genau nachvollziehen kann. Ich habe es zwar im Video, ja, habe ich zwar so eine große Holzbohle aufgetrennt und es war aber leider auch nur Fichte, ja, denn ich habe mit der Record Power, habe ich ja vor kurzem richtiges massives Hartholz aufgetrennt, über 20 cm stark. Und das hat schon ein wenig gedauert, ja, aber unterm Strich kann ich sagen, ja, die 400 Volt haben schon etwas mehr Durchzugsstärke, aber auch nur dann, ja, wenn es halt wirklich an solche extreme Situationen geht, wie Holzbohlen auftrennen. Dann, was hier auch noch ein entscheidender Vorteil ist, gerade bezüglich Qualität oder Innovation, ja, um hier das Sägeblatt zu wechseln, muss man nicht den Parallelanschlag oder die Führung des Parallelanschlags entfernen, wie ich es bei der Holzmann immer machen musste, sondern hier kann man das ganz einfach, wenn man diesen Fixierungsstift rauszieht, das Sägeblatt entfernen, ja, und dann hier so zur Seite rausziehen. Habe ich gehört, dass das bei vielen Bandsägen normal ist. Bei der Holzmann war es nicht so und das hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich genervt. Und bei der Maschine hat mich das einfach sehr positiv beeindruckt. Eine Frage von Ben war auch noch, wie es denn mit dem Sägeschnitt und der Genauigkeit aussieht. Hier nehmen sich die beiden Maschinen wirklich meiner Meinung nach nichts. Bei beiden Maschinen war der Sägeschnitt und die Genauigkeit wirklich zufriedenstellend. BM auf YouTube hat mich dann auch noch gefragt, was ist denn eine gute Bandsäge für eine kleine Werkstatt? Super spannende Frage, sehr, sehr gut. Ja.
Meiner Meinung nach habe ich auch eine kleine Werkstatt. Ich habe hier 17 Quadratmeter. Ich habe zwar sehr hohe Decken, aber wie gesagt, meine Werkstatt ist nicht besonders groß. Ich weiß, viele von euch haben noch wesentlich weniger Platz. Aber da kann ich auch sagen, die Record Power Saber ist, sage ich mal, für solche Kleinwerkstätten das Maximum, was ich mir noch in die Werkstatt stellen würde. Und, um es auch bestimmt nochmal jetzt zu sagen, einer der Hauptgründe war, warum ich von der Holzmann weggegangen bin und zur Record Power gewechselt habe. Allerdings muss man hier auch unterscheiden, ob man so eine stationäre Bandsäge oder so eine Tischbandsäge meint. Hierzu, wenn es um Tischbandsägen geht, also es gibt noch kleinere Modelle, auch von Record Power, ja, da gibt es tolle Reviews über diese Maschinen von Günthers Werkstatt oder auch vom Holzboom Tom. Beide Videos werde ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Auch eine wirklich sehr spannende und interessante Frage kam von Chicken Wing auf YouTube, und zwar, der Name ist einfach nur geil, ich habe jetzt irgendwie Hunger. Auf jeden Fall hatte der gefragt, wie es denn mit der Bandspannung bei solchen Bandsägen aussieht. Was ist denn die ideale Bandspannung? Wie findet man das heraus? Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, und ich habe damit auch schon mit vielen gelernten Schreinern, Tischlern und wirklich Leuten mit einer guten Expertise in dem Bereich geredet. Und unterm Strich kann man wirklich sagen, so eine wirkliche Richtlinie für die richtige Bandspannung gibt es eigentlich gar nicht. Natürlich haben gute Bandsägen, die Holzmann und die Record Power haben das beide, hier unten so eine Skala, an der man erkennen kann, was jetzt eine gute Bandspannung ist oder in welchem Bereich man sich da ungefähr bewegen sollte. Hier könnt ihr auch erkennen, dass für jede Sägeblattbreite immer ein gewisser Spielraum, eine gewisse Toleranz angegeben ist, in der man das Sägeblatt spannen kann. Allgemein kann man sagen, je stärker, umso besser. Aber wie sagt man immer so schön, nach fest kommt ab, übertreiben sollte man es natürlich auch nicht, aber eine zu geringe Bandspannung kann extrem unbefriedigende Sägeergebnisse hervorrufen. Aber welchen Richtwert man da auf jeden Fall nehmen kann, und zwar habe ich das vom Sven Meyer von Maschinenhandelmeier, von dem ich übrigens auch die Bandsäge hier habe, er hatte mir den Tipp gegeben, dass wenn man im gespannten Zustand diese Schwungräder hier dreht, sollte das Ganze relativ schwer sein. Relativ schwer ist ein bisschen übertrieben, aber es sollte zumindest ein gewisser Widerstand da sein. Ja? Und das würde hier in meinem Fall bedeuten, ich habe ein 15 mm Sägeblatt drauf oder 16 mm und bin hier wirklich am Anschlag von der Sägebandspannung im Toleranzbereich von solchen dicken Sägeblättern. Und ja, es läuft etwas schwieriger. Und auch wenn man beim Sägeblatt hier unten so ein bisschen dagegen drückt, also da sollte nicht so viel Spiel drin sein, sondern es sollte doch schon relativ straff sein. Also zusammenfassend, lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig, aber nach fest kommt ab. Nun kommen wir also zum direkten Vergleich zwischen der Holzmann und der Record Power, wo ich die Vor- und Nachteile beider Maschinen gegeneinander aufwiegen werde. Einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt in diesem Vergleich, für mich zumindest, war die Größe der Maschine. Die Holzmann ist wirklich sehr ausladend. Sie hat natürlich dadurch auch einen größeren Tisch, mehr Auflagefläche, aber an sich meiner Meinung nach für eine Hobbywerkstatt etwas zu viel, weswegen ich ja hier auch einen Minuspunkt gebe. Da kann die Record Power auf jeden Fall mit zwei Pluspunkten hier punkten, einfach weil für mich der Punkt, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Größe einfach extrem wichtig ist. In kleinen Werkstätten, so wie wir sie eigentlich alle haben, ist Platz einfach Gold wert. Und die Record Power ist so wunderbar kompakt, ja, und ist nicht so groß für eine Hobbywerkstatt. Eine größere würde ich mir jetzt auch nicht holen, aber ja, sie passt einfach super hier hin und bisher habe ich es definitiv nicht bereut. Also dafür zwei Pluspunkte. Auch sehr wichtig, wie bereits erwähnt, ist der Abstand zwischen Sägeblatt und Holm der Maschine. Hier ist natürlich ganz klar die Holzmann im Vorteil. Sie ist größer, sie ist ausladender, hat dadurch aber auch knapp 10 cm, 5 bis 10 cm mehr Spiel zwischen Sägeblatt und Holm, was beim Arbeiten unter Umständen schon mal sehr von Vorteil sein kann. Allerdings kann ich der Record Power hier keinen Minuspunkt dafür geben. Sie ist eben die kompaktere Maschine und irgendwo muss das ja herkommen. Beide Maschinen sind so ungefähr 1,90 Meter bis 1,95 Meter hoch, je nachdem, ob man sich diese mobile Station, mit der die Maschinen verschoben werden können, was ich an der Stelle unbedingt empfehlen muss, wenn ihr diese Maschinen holt, ja, holt euch direkt diese mobile Station oder baut euch einfach selber ein Brettchen. Dass die Dinger hier mobil sind, ist immer von Vorteil. Die Sägehöhe ist bei beiden Maschinen exakt gleich mit 28,5 cm. Absolut ausreichend. Ich habe die 28,5 cm noch nie ausgereizt, weder bei der Holzmann noch bei der Record Power. Aber hier können beide Maschinen definitiv punkten. Natürlich sehr wichtig ist der Preis. Aber wie bereits anfangs gesagt, hier nehmen sich die Maschinen wirklich so gut wie gar nichts. Und ich finde den Preis wirklich anständig. Und für eine Holzbandsäge im semiprofessionellen Bereich kriegen beide hier einen Pluspunkt. Die Lieferung von solchen großen und schweren Maschinen spielt auch eine wichtige Rolle und es hängt natürlich auch immer davon ab, bei welchem Händler ihr das Ganze bestellt habt. Ich habe damals die Holzmann bei Holzmaster 24 bestellt und da kam das Ganze vormontiert auf einer Palette super stabil an. Mit ein paar Handgriffen war das Ding einsatzbereit. Die Record Power
musste ich erst relativ, ja, nicht aufwendig, aber die musste halt erst mit etwas größerem Aufwand montiert werden. Deswegen macht hier die Holzmann einen Pluspunkt. Bei der Leistung ganz klar, die Holzmann hat eine 400 Volt Version, die gibt es auch als 230 Volt Maschine. Bei der Sabre, bei der Rocket Power gibt es leider nur die 230 Volt Version, was ich ein bisschen schade finde. Hätte es die mit 400 Volt gegeben, hätte ich sie mir definitiv geholt. Ich habe es ja bereits erwähnt, diese Dinger haben ein wenig mehr Durchzug, aber für den Hobbybereich meiner Meinung nach spielt es gar nicht so eine große Rolle. Welcher Punkt mir auch sehr wichtig ist, ist der Sägeblattwechsel. Ist bei solchen Maschinen generell etwas umständlich, aber man macht es doch schon öfter, als man eigentlich am Anfang gedacht hätte. Und da muss ich auch wirklich sagen, bei der Holzmann war das Ganze ziemlich umständlich, weil man da jedes Mal den Parallelanschlag, die Führung abmontieren musste, was doch schon, ja, genervt hat. Und bei der Red Record Power, ihr habt es ja gesehen, ja, geht das Ganze ohne irgendwas abzumontieren, ja, und ist wirklich sehr einfach. Und das empfinde ich einfach als großen Vorteil, weswegen hier die Record Power mit zwei Pluspunkten davon kommt und die Holzmann leider einen Minuspunkt kriegt. Ebenso wichtig ist mir der Punkt, die Sägebandeinstellung, ja, denn wenn man das Sägeblatt wechselt, müssen auch alle Kugellager und alles neu ausgerichtet werden. Auch hier bei der Holzmann war das alles sehr umständlich, das hat alles mit Imbusschlüsseln funktioniert, das heißt, die mussten immer griffbereit sein. Es ist etwas fummeliger gewesen, was mich im Endeffekt auch schon ziemlich genervt hat. Bei der Record Power habt ihr es ja gesehen, alles funktioniert ohne Werkzeuge, mit Schnellspannhebeln, super einfach, sehr praktisch, hat mir richtig gut gefallen und dafür gibt es auch von mir zwei Pluspunkte für die Record Power. Auch sehr wichtig ist der Punkt Sägebandführung. Man kriegt keinen genauen und sauberen Schnitt hin ohne eine vernünftige Sägebandführung. Die Holzmann ist ja zehnfach kugelgelagert, im Gegensatz zur Record Power, die nur 6 Kugellager hat. Ja, hierfür kriegt die Holzmann auf jeden Fall einen Pluspunkt. Aber der Record Power will ich jetzt keinen Punkt abzugeben, weil es auch so einfach super gut funktioniert. Und ich habe es ja bereits erwähnt, ob man wirklich irgendwann mal ein 35 mm Sägeblatt benötigt, ist jetzt mal dahingestellt. Was mir persönlich als großer Mensch wichtig ist, ist die Höhe des Arbeitstisches. Hier war ich auch wirklich überrascht. Bei der Holzmann war der Arbeitstisch 96 cm hoch. Bei der Record Power waren es über 1 Meter, genau 1,3 Meter. Ja, und was einfach für mich als großer Mensch einfach ein entscheidender Vorteil ist, dass ich mich nicht die ganze Zeit so runterbücken muss. Das kann nämlich ganz schön in den Rücken gehen. Hier bekommt die Record Power definitiv einen Pluspunkt von mir, aber dafür will ich der Holzmann keinen Minuspunkt geben, denn für Leute, die weniger groß sind, spielt es einfach gar keine Rolle. Zum Thema Absaugen in kleinen Holzwerkstätten, das ist natürlich extrem wichtig und sollte an jeder Maschine vernünftig gelöst sein. Die Holzmann hat ja, wie gesagt, zwei Absaugstutzen mit jeweils 100 mm, die Record Power besitzt nur eine. Dafür gebe ich der Holzmann auf jeden Fall einen Pluspunkt, einfach optional, dass man das einfach machen kann, denn es ist definitiv besser einfach oder es lässt sich einfach mehr Staub vermeiden, wenn man mehr Absaugpunkte hat. Allerdings muss man hier auch sagen, um zwei Absaugpunkte mit 100 mm abzusaugen, braucht man auch die entsprechende Absauganlage. Das ist natürlich dann nochmal ein anderes Thema, aber einfach die Möglichkeit zu haben, es so zu machen, finde ich einfach toll. Beim Thema Sägeschnitt und Genauigkeit sind beide Maschinen meiner Meinung nach absolut gleichwertig und verdienen hier auch beide einen Pluspunkt. Zur Qualität beider Maschinen, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, die Holzmann ist auch eine wirklich gute Maschine und hat hier auch einen Pluspunkt verdient. Allerdings ist die Record Power meiner Meinung nach etwas wertiger, mehr durchdacht und verdient von daher zwei Pluspunkte. Damit hätte ich meiner Meinung nach auch alle Vor- und Nachteile, die mir zumindest wichtig sind, bei einer Holzbandsäge aufgezählt. Und das Ergebnis spricht eigentlich für sich. Die Holzmann hat 10 Pluspunkte und 3 Minuspunkte bekommen und die Record Power 13 Pluspunkte und auch 3 Minuspunkte. Wie ihr seht, die Maschinen nehmen sich eigentlich nicht so viel, allerdings bei den Punkten, die mir wichtig waren, hat die Record Power einfach doppelt gepunktet und deswegen habe ich mich im Endeffekt für diese Maschine entschieden. Ich denke aber nun könnt ihr nachvollziehen, warum ich mich im Endeffekt für die Record Power entschieden habe. Die Größe, der Sägebandwechsel und die Sägebandeinstellungen waren einfach wirklich überzeugend und passen in meine Werkstatt einfach besser. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig helfen, eure Fragen zu beantworten und vielleicht euch eine kleine Orientierung zu geben, ob ihr eine Bandsäge in eurer Werkstatt benötigt oder nicht. Guckt euch am besten im Anschluss an dieses Video hier das Review an zu der Holzmann HBS 470. Dort werdet ihr, wie gesagt, alle näheren Details zu der Maschine erfahren. Oder wenn ihr Bock habt auf irgendein Projektvideo von mir, welches ich auch unter anderem mit der Maschine oder der anderen Maschine gebaut habe, guckt euch doch einfach mal dieses Video hier an. Ich bedanke mich bei euch allen vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Projektvideo wieder.